Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Ich bin's, euer Stefan, und heute wollen wir uns dann mal anschauen, mit welchen Komponenten ich diesen Mitte 2010er Mac Pro Modellbezeichnung 5,1 upgraden will, um ihn mehr oder weniger 2020 konform zu machen. Ich bin ja auf die Stock Configuration dieses Systems, so wie ich es gebraucht erworben habe, jetzt schon eingegangen im ersten Video. Und was ich noch ergänzend sagen möchte, ist, dass hier die Leute, die diesen Rechner kennen, wissen es vielleicht auch, die Single CPU Version vor euch steht, neben mir steht, um genau zu sein. Das heißt, hier in diesem Mac Pro, so wie er jetzt hier aktuell neben mir steht, könnt ihr nur einen Prozessor einbauen. Ihr könnt aber bei diesen Modellen auch zwei Prozessoren einbauen, wenn ihr das entsprechende Logic Board habt. Ich habe jetzt hier die Single CPU Version, deswegen sind die Upgrade-Optionen hier beschränkt, aber trotzdem werde ich natürlich auch hier die CPU upgraden. So, jetzt hole ich aber mal eben die Kiste und dann schauen wir uns jetzt mal an, was wir hier eigentlich alles drin haben. So, zum einen haben wir hier 3x RAM, und zwar sind das in Summe 48 GB. Warum habe ich jetzt hier nur 3 RAM-Riegel geholt und nicht 4? Weil ihr seht ja vielleicht, dass da im Moment 4 drin sind. 8 GB sind verbaut. Dazu muss man halt wissen, dass diese Mac Pro Modelle hier von 2010, 2009 und 2012, glaube ich, auch Triple Channel RAM unterstützen. Oder den Triple Channel Betrieb. Und im Triple Channel laufen die, ich meine zumindest, dass sie schneller laufen. Zumindest haben meine Recherchen ergeben, dass die meisten Leute tatsächlich empfehlen, 3 Slots zu bestücken bei der Single Board-Konfiguration. Wenn du jetzt ein Dual-CPU-Board hast, sollte man auch 6 RAM-Riegel verbauen und nicht unbedingt die 8, es sei denn, man braucht tatsächlich die maximale Kapazität an Arbeitsspeicher. Man kann nämlich hier bei dieser Konfiguration bis zu 64 GB einbauen. Dann läuft das Ganze natürlich nicht im Triple-Channel-Modus, weil ja dann alle Bänke bestückt sind. Und wenn ihr im Triple-Channel arbeiten wollt, dann dürft ihr eben nur 3 Riegel verbauen. Das werde ich jetzt hier tun. Ich habe hier 3x16 GB Riegel gebraucht gekauft. Das heißt, wir rüsten auf jeden Fall schon mal den RAM von 8 auf 48 GB auf. Und aufgrund der Tatsache, dass ich auch den 2,8 GHz Vierkernprozessor austauschen werde mit einem 3,46 GHz Sechskernprozessor, der darüber hinaus auch noch etwas neuer ist, kann ich auch 1333 MHz DDR3 RAM nutzen. Denn ich habe ja im ersten Video gesagt, dass der hier nur mit 1066 läuft. Das heißt, der ist dann zumindest ein bisschen schneller noch. Nicht so schnell wie hier bei meiner Tonne, der ja, glaube ich, 1866 MHz unterstützt. Und natürlich ist es auch kein DDR4 RAM. Trotzdem will ich halt mal schauen, was man aus dem Baby hier noch rausholen kann. So, das heißt, wir haben hier den Prozessor auch gebraucht gekauft und hier ganz wichtig einen Hex-Schraubendreher, den ihr hier durch diese massive, ja, Heatsink durchbekommt, um dann die Schrauben zu lösen und dann die CPU zu tauschen. Das ist auch wirklich super einfach. Kein Vergleich mit dem CPU-Upgrade bei einem 2013er Mac Pro. Wie gesagt, habe ich auch schon gemacht. Gab es bisher kein Video zu, aber ich werde es euch dann im direkten Vergleich vielleicht mal einblenden, wenn wir eben bei dem Punkt sind, wo wir hier die CPU tauschen. Damit ihr einfach mal seht, warum es für den einen oder anderen, wenn man darüber nachgedacht hat, sich ein Mac Pro gebraucht zu kaufen und eben nicht das massive Geld auf den Tisch legen, was man auf den Tisch legen muss, wenn man sich einen ganz neuen jetzt kauft. Warum es dann eventuell sogar sinnvoller ist, diese Modelle hier zu kaufen, statt den da hinten oder den zumindest direkt mit der Konfiguration gebraucht zu suchen, wie man ihn dann letzten Endes auch nutzen möchte. Das heißt, im Grunde braucht ihr hier nur dieses Werkzeug, ein bisschen Fingerspitzengefühl, dann könnt ihr den Prozessor hinzufügen. Das heißt, aus dem Quad-Core-Prozessor wird ein 6-Kern-Prozessor werden. Ihr könntet theoretisch auch 2 davon einbauen, wenn ihr eben das entsprechende Board hier unten hättet. Dann hättet ihr bis zu 12 Kerne als Option in diesem 10 Jahre alten Gerät. Muss man auch mal drüber nachdenken. Ich habe jetzt im Moment eben das Board. Vielleicht werde ich irgendwann noch das Dual-CPU-Board irgendwo günstig schießen. Das ist allerdings tatsächlich nicht wirklich so günstig gebraucht zu kriegen. Deswegen werde ich das fürs erste Mal nicht tun. Dann habe ich hier eine alte Bekannte, nämlich die 850 Evo von Samsung mit 250 GB, die kommt hier rein. Die können wir natürlich an einem der 4 Slots hier oben befestigen, da die Einbaurahmen, die hier drin sind, aber eben für
3,5 Zoll Laufwerke gedacht sind, bräuchte man hier entweder einen Adapter oder keine Ahnung. Weil das Ganze ist ja so, wenn ihr die Festplatten hier dran macht und die reinschiebt, docken die hier hinten automatisch an den Mac Pro an. Und das funktioniert natürlich mit 2,5 Zoll Laufwerken nicht. Und deswegen könnt ihr den natürlich entweder so da reinstecken, dann hängt ihr aber am Anschluss, finde ich nicht so prickelnd. Ich werde sie wahrscheinlich hier oben installieren, unter dem optischen Laufwerk, wo nämlich auch noch ein SATA-Anschluss steckt. Und dann lege ich sie da gegebenenfalls einfach rein, weil da das ja kein mechanisches Laufwerk ist, wo sich irgendwelche Teile drin drehen, sondern im Grunde nur wie eine Art Flashkarte, wenn man so möchte, kann ich das da eventuell installieren. Das heißt, ich hätte da oben diese SSD drin. Dann müsst ihr dazu aber auch noch wissen, dass die nicht mit voller Geschwindigkeit laufen kann und laufen wird, denn diese ganzen Anschlüsse hier in dem Mac Pro, der ist nun mal alt, das habe ich ja gesagt, haben eben nur SATA 2 Speeds. Das heißt, die maximale Geschwindigkeit, die ihr mit so einer SSD hier üblicherweise erreichen könnt, die werdet ihr nie erreichen können, weil der Anschluss entsprechend zu alt ist. Ist mir aber egal, es ist auf jeden Fall deutlich schneller als die mechanische 3,5 Zoll Platte. Das kann ich euch jetzt schon beantworten, weil ich die eben schon gebenchmarkt habe und weiß, was sie für Speeds ausspuckt. So, das heißt, die kommt rein, weil das aber eben auch so eine Art Bottleneck ist, kommt zusätzlich noch die hier rein, nämlich eine 970 Evo, ebenfalls von Samsung, und das ist ja eine NVMe M.2 SSD. Und jetzt könnt ihr euch ja fragen, wie soll ich die denn da reinkriegen in so ein 10 Jahre altes Gerät? Und auch dafür gibt es eine Lösung, nämlich eine Adapterkarte, die ich hier habe, mit der ihr dann eben genau dieses Problem lösen könnt. Schraubenzieher erstmal dabei, sehr gut. Und das ist eben eine PCI Express Adapterkarte, da ist noch zu, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Die könnt ihr dann an einen der PCI Express Slots, die ihr ja drin stecken in diesem Mac Pro, anschließen und dann könnt ihr eine NVMe SSD eben über PCI Express anbinden. Ich weiß nicht, wie das mit den Speeds aussieht, das werden wir dann natürlich auch im Rahmen dieses Projektes hier checken. Ob wir die wirklich mit maximaler Geschwindigkeit ansprechen können, weiß ich nicht. Bin ich mir echt nicht hundertprozentig sicher. Sie wird auf jeden Fall schneller laufen als diese hier, die ja durch SATA 2 gedrosselt ist. Und die ist maximal dann durch den PCIe-Standard gebremst, aber schauen wir uns dann natürlich an. Das heißt, das wäre die nächste Komponente, die hier in Kombination mit der NVMe SSD reinkommt. Und auf diese SSD soll dann auch macOS draufkommen. Denn hier auf diese wird Windows kommen. Warum ich Windows hier drauf installieren werde und nicht auf NVMe, kommen wir dann zu, wenn wir bei dem Punkt dieses Upgrade-Projekts sind. Das hier hatte ich gerade auch eben schon ins Bild gehalten. Ist einfach nur eine Heatsink für die NVMe SSD, damit die besser gekühlt ist. Kommt also auch hier auf den Stapel. Dann habe ich hier von einem Altbekannten, nämlich Inatec, eine USB 3.0 PCI Express Card, die ebenfalls hier reinkommen wird an einem der freien Slots. Denn dieser Mac Pro hier hat auch keine USB 3 Anschlüsse und die möchte ich gerne wieder haben, weil ich sehr viele USB 3 Platten habe. Das hier ist eine entsprechende Erweiterungskarte, die hat auch eine eigene Stromversorgung. Das heißt, hier ist ein Kabel dabei, mit dem ich dann einen der Festplattenanschlüsse anzapfen kann, um mir dann Strom zu holen, damit diese vier USB Ports halt auch alle die maximale Leistung bringen können. Es gibt auch USB 3.0 Erweiterungskarten, die keine eigene Stromversorgung haben. Da ist es dann aber unter Umständen, wenn ihr Pech habt, so, dass dann die Ports nicht alle parallel genutzt werden können, beziehungsweise dann nicht mit maximaler Geschwindigkeit angesprochen werden können. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut und diese hier gefunden, die eben eine eigene Stromversorgung bekommt. Und dann sollte das in der Theorie möglich sein, dass ihr eben mit so einer Karte auch alle USB-Ports theoretisch parallel nutzen könnt. Deswegen habe ich die dann noch geholt. Das heißt, wir rüsten USB 3 nach, wir rüsten NVMe nach, wir bauen eine SSD an einen zugegeben alten Anschluss ein, werden aber trotzdem bessere Geschwindigkeiten theoretisch erzielen als mit einer mechanischen Platte, reduzieren dadurch natürlich auch den Lärmpegel in diesem System, denn ein optisches Laufwerk bzw. eine mechanische Platte macht natürlich auch mehr Krach als eine quasi lautlose Flash-Festplatte. So, und dann kommt das letzte und vielleicht auch wichtigste Upgrade für diesen Mac Pro, denn ihr müsst wissen, hier läuft im Moment macOS High Sierra drauf, das heißt 10.13.6. Das ist natürlich nicht mehr wirklich alt. Ich meine, danach gab es noch Mojave, mittlerweile gibt es ja Catalina und zumindest Mojave bekommt man hier auf diesem Mac Pro noch drauf. Aber eben nur, wenn wir eine Metal-fähige Grafikkarte haben und das ist diese hier
nämlich die Radeon RX 580 mit 8 GB GDDR RAM. Das heißt, das hier ist mehr oder weniger die Karte, die im aktuellen von Apple angebotenen 5K Baseline iMac steckt. Da ist nämlich auch diese Karte drin und das ist darüber hinaus die gleiche Karte, die in dem 2019er Mac Pro Baseline steckt. Und jetzt geht gerne mal auf die Apple-Seite und schaut euch an, wie viel diese Geräte jeweils kosten. Und dann könnt ihr eventuell auch nochmal darüber nachdenken, warum ich genau diese Karte gekauft habe und die hier einbauen möchte, weil mich das nämlich sehr interessiert, was ich gerade mit einer moderneren Grafikkarte aus diesem alten System hier noch rausholen kann. Ja, ganzen Erweiterungskarten sowie die Grafikkarte habe ich tatsächlich neu gekauft. CPU und RAM sind gebraucht, sowie diese SSD. Das ist nämlich tatsächlich die aus meinem Windows-PC, den ich euch zuletzt vorgestellt habe. Ja, die wird jetzt hier reingebaut. Und dann habe ich hier noch zu guter Letzt ein Stromkabel, was man eben braucht, um die eben gezeigte Grafikkarte mit diesem Mac verbinden zu können. Denn hier ist im Moment nur ein Erweiterungsstecker drin und der reicht eben nicht aus, um die RX 580 sinnvoll zu befeuern und ja, mit Strom zu versorgen. Und das sind im Grunde genommen dann die ganzen Komponenten, die ich jetzt hier im Rahmen dieser Videoreise nach und nach hier einbauen möchte. Ich versuche das Ganze so gut wie möglich euch zu zeigen, wie man da jetzt vorgehen muss. Und dann schauen wir uns natürlich an, was bringt das Ganze, wie werden dann die Tests aussehen, vorher, nachher etc. pp. Und ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe, diese Grafikkarte hier habe ich natürlich auch geholt, weil durch diese Grafikkarte ist dieser Mac Pro zumindest mal Mojave-fähig, denn diese Grafikkarte unterstützt die Metal API, die Apple ja mittlerweile nutzt. Und mit dieser Karte wird es also zumindest mal möglich sein, hier Mojave drauf zu knallen. Ich werde vielleicht sogar versuchen, Catalina hier drauf zu kriegen, aber das wird dann natürlich auch wieder ein extra Video werden. So, und weil das jetzt hier wahrscheinlich wieder viel zu lang ist, beende ich das jetzt auch. Ich habe euch jetzt alle Teile gezeigt, die jetzt hier im Laufe der nächsten Tage, Wochen da reinkommen sollen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt weiterverfolgt, wenn es euch denn interessiert. Und ja, ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Projekt generell gefällt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wissen wollt, wann das hier mit diesem Projekt weitergeht, wann der nächste Part kommt etc. pp., dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr das nämlich mitkriegen. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Euer Stefan. Ciao.